Hallo Max, Tina. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Stoßen wir erstmal an. Ja, sehr gerne. Warte, jetzt wird es schwierig. Dann gucken wir mal an, gell? Schwierig. Aber es sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Perfekter Schaum. Nein, ich meine die Podcast. Ach so, ja, das sowieso, ja. Das ist nicht deine Stube hier, ne? Toll, dass wir dir zu Hause sein darf. Ja, genau. Ist das deine Familie? Genau. Meine Oma, nee, Quatsch. Also, ja, herzlich willkommen zum Waldhaus-Podcast. Ja, wir kennen uns ja noch nicht so lange, aber ich glaube, ja, hat gerade so gepasst. Und dann haben wir uns auch wieder ein paar Wochen nicht gesehen. Ja, stimmt, wir haben uns ziemlich oft gesehen eigentlich, ja. Und dann kam mein Marketing-Team auf mich zu, hier. Ach so, das ist dein Marketing-Team? Hinter der Kamera, ja. Und hat das Leitmotto unseres neuen Waldboten, haben sie mir gesagt, ja. Und das war, das Leitmotto ist Geschmackssache. Aha, okay. Und dann habe ich gedacht, oh, da kenne ich jemanden, ja. Da passt das Thema ziemlich gut. Jetzt musst du mir mal erklären, warum. Ja, ich meine, man kennt dich ja so als netten Comedian und aber auch so ein bisschen provokant unterwegs, ja. Und da dachte ich, das ist ja schon ein Thema von Geschmackssache. Ich glaube, das gefällt nicht allen. Ja, Humor immer, würde ich sagen. Ne? Humor ist ja immer Geschmackssache. Genau, so ist Humor ist ja subjektiv auch, ja. Ja, ja, genau. Kann sein. Ja. Und dann habe ich dich angerufen, du hast spontan zugesagt. Und jetzt sitzen wir schon hier und super, herzlichen Dank für die Spontanität. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir haben auch gerade schon lecker gegessen und so. Haben wir, Sehr gut. Ja. Erstmal zu deiner Person. Ja, weil mich kennt man ja. Ich hoffe, du übernimmst den Part jetzt, ja, weil genau. Es ist immer so blöd. Mich kennt man ja, so, genau. Und dich kennt man ja. Weil ich muss das jetzt, ja, dich kennt man ja, ja wirklich hier, ne? Ja. Du bist ja wirklich ein bunter Hund hier in der Gegend. Ja. Bei mir wäre es einfach. Dann wird man mal sagen, ich bin Bierbrauer. Ja, okay, Punkt. Bei dir wird es komplizierter. Du bist. Bin Comedian, mal gespannt. Imitator. Mhm. Parodist. Check. Clown. Check. Schauspieler. Check. Synchronsprecher. Ja. Oh ja, Moderator? Okay. Habe ich schon mal gemacht, ja. Theaterregisseur? Auch schon mal gemacht, ja. Winzer? No, no. Nee. Aber das ist oft das Thema. Möchte gern Winzer. Lass ich möchte gern Winzer, ja. Aber das war schon. Aktuell eigentlich eher Comedian. Ja, naja, also ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich das, wo mich die meisten Menschen herkennen und was man so mit mir verbindet. Deswegen finde ich es auch, wenn ich jetzt auch albern, irgendwas anderes zu sagen, ja. Ja, doch, so Schauspiel-Comedy ist so mein Ding, würde ich sagen, ja. Und das ist auch das, was dich reizt. Ach, naja, also es ist jetzt nicht das Einzige, was mich reizt. Also mir ist schon wichtig, auch immer wieder was Neues zu lernen und auszuprobieren und irgendwie, ich mache ja den Job jetzt auch schon seit über 20 Jahren, ja, auch mal das wieder was Neues. Ja, ja, ne, ja. Mhm. Schon mit 10 angefangen, oder wie? Dann trinken wir noch einen. Genau. Geht ja gut los. Prost. Ja, also insofern, man will sich ja nie so auf was festlegen, ja. Also man möchte ja gerade in dem Beruf nicht in so einer Schublade landen. Aber das ist schon so mein Steckenpferd und klar, damit verdiene ich so meine Brötchen und das ist so mein Hauptjob, ja, Schauspiel, Comedy und das mache ich auch gerne. Und das Tolle daran ist, dass es halt sehr vielseitig ist. Ne? Also du kannst ja, also ich mache da so viele verschiedene Dinge. Jetzt drehe ich ja wieder eine lustige Serie und danach mache ich einen Kinderfilm und Werbespot? Ja, ja, genau, Werbespot und so. Auch irgendwie so, jetzt kommt ein Kinofilm raus, da habe ich eine Rolle, so einen Zeichentrickfilm, also einen Animationsfilm, habe ich eine Rolle gesprochen und so Sachen. Da kannst du so viele verschiedene Sachen machen. Und in welchen Berufen gibt es das schon, ne? Also wo man sich so austoben kann. Und insofern ist es eigentlich diese 20 Jahre nie langweilig geworden. Das ist schon cool. Und eben diese Vielfalt, das reizt dich eigentlich. Ja, ne? Total. Und dieses natürlich, das Emotionale, das Menschennahe eigentlich. Ja, also das denkt man vielleicht nicht. Also klar, das kommt auch mal drauf an, wenn man jetzt so auf Tour ist, war ich ja auch vor ein paar Jahren mal wieder mit einem Programm auf Tour, dann ist man schon sehr alleine. Da hat man zwar immer viele Menschen da sitzen, aber du sitzt dann halt alleine abends in irgendeinem Kaff in einer Hotelbar und so, ja, manchmal auch ein bisschen trostlos so. Also ich liebe es schon sehr, mit Menschen zusammenzuarbeiten, also an Filmsets oder in so Ensemble-Dingern und so. Also ich mag schon eigentlich gerne mit Menschen, das ist eigentlich so der Grund, glaube ich, warum ich das ursprünglich mal gemacht habe. Ja? So, das und so ging es los wahrscheinlich, oder? Ja, so ging es los und dann merkt dann man aber, dass irgendwann eine Durchbruch. Ich glaube, es ist nicht einfach so als, was heißt du, wie war dein Weg? Wie wird man so schlussendlich zum Comedian? Ja, keine Ahnung. Also es gibt da nicht vielleicht nicht so ein Rezept. Bei mir waren das halt 1000 Zufälle. Ne? Also fing damit an, dass ich noch vor dem Studium einen Clown hier in Freiburg kennengelernt habe. Bei so einem Workshop, damals so Schultheater-Workshop.
Und das war der Giorgio Peugeot und in den habe ich mich halt total verliebt. Das war so ein toller Mann und so ein toller Lehrer und der hat mir dann, ich fand vorher Clownerie auch total uncool, so als Jugendlicher und so, auch nicht lustig, aber Giorgio war halt mega lustig. Ja. Und dann habe ich da so Blut geleckt und wollte das irgendwie machen, habe dann noch so ein paar Kurse belegt und mit ihm dann später auch eine Gruppe gegründet und so. Und da wurde ich, da habe ich, weiß nicht, da war ich so angefixt plötzlich, so von diesem Comedy-Thema, war ich vorher überhaupt nicht. Ja. Und dann habe ich aber erstmal Schauspiel studiert, also ganz klassisch. So Theater, Shakespeare, aber dann wusste Goethe schon, und so weiter. Aber das interessiert dich. Ja, genau, da ging es so ein bisschen los. Und insofern, es waren immer Zufälle, zufällige Begegnungen oder dann auch zufällige Castings, damals für Switch, das war alles ein Zufall, ja. Also ich bin auch Parodien oder so, das habe ich vorher nie gemacht, das war dann halt so ein... Aber das hast du irgendwann dann mal spaßeshalber so im privaten Bereich angefangen? Nee, gar nicht. Oder? Also es war tatsächlich, also bei Parodie war es so, das war damals ein Casting für eine Fernsehsendung, da sollte man drei Prominente parodieren. Und ich so, ja, keine Ahnung, wie man sowas macht. Okay. Habe ich mich hingesetzt, habe es ausprobiert, wurde genommen. Okay. Und dann kam eins zum anderen, ja. Dann habe ich das irgendwie gut hinbekommen und dann kam. Aber das ist ja schon eine Begabung, oder? Also, aber eine, die ich von selber nie entdeckt hätte. Also durch einen Zufall halt entdeckt und dann irgendwie weiterverfolgt. Und ich war damals auch super ehrgeizig und habe mich da immer so mega reingekniet, ja. Weißt du, also so wirklich, also auch ein bisschen wahnsinnig war ich, glaube ich, auch. Ja, liegt vielleicht auch an den Personen, die du parodiert hast. Ja, nee, nicht nur. Auch ich habe da so meine Portion beigetragen. Ja, und dann lief das halt gut und dann ist es so, dann bist du mit einer Sache erfolgreich und dann kommt dann halt, geht das halt immer so weiter, ne? Und dann kommt so eins zum anderen. Aber ich kann, also planbar war das alles nicht. Ich habe eine gute Schauspielschule besucht, ja, aber da wäre jetzt eigentlich eher so der klassische Theaterweg so vorgeschrieben gewesen, dass ich jetzt so im Stadttheater irgendwo hier in Freiburg am Stadttheater bin oder so. Und aber das, reizt es dich noch? Ja, also ich habe da mittlerweile sehr großen Respekt vor, ne? Weil wenn das, ich habe das so lange nicht mehr gemacht und irgendwie hätte ich da schon auch Schiss, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da sagen würde, nie wieder. Also wer weiß, vielleicht doch mal irgendwann mal wieder ausprobieren. Also Bühne ist schon cool, ja. Bühne ist schon so die Königsdisziplin eigentlich. Aber gab es denn auch mal so einen Tiefpunkt, wo du denn gesagt hast? Nein. Schluck. Oh, das schmeckt sehr lecker. Das sage ich jetzt nicht einfach so. Ja, okay. Das schmeckt wirklich sehr lecker. Ja, also ich habe schon immer mal wieder so Krisen. Ich bin jemand, der sehr viel hadert so mit allem. Also das ist aber auch für mich, glaube ich, Motor. Künstler, ja, oder überhaupt, glaube ich, auch, war auch für mich, glaube ich, ein Schlüssel zum Erfolg so ein bisschen. Eben nicht mit dem Erstbesten zufrieden zu sein, sondern immer sich selber auch in Frage zu stellen und über seine, so an seine Grenzen zu gehen. Und das ist so ein bisschen meine Wesensart. Und deswegen hatte ich natürlich auch ganz viele Selbstzweifel und immer gedacht, ah, ist das jetzt das Richtige und will ich das wirklich und kann ich nicht auch noch was anderes? Also gerade so, als ich dann in dieser Parodie-Ding so erfolgreich wurde, dachte ich mir so, ja, ich bin ja auch Schauspieler und kann ich jetzt, könnte ich jetzt auch was Ernstes spielen? Und dann war ich da immer sehr, also sehr viele Jahre so auch am Hadern mit mir selber und will ich jetzt noch mal was anderes? Und jetzt so mittlerweile, jetzt gehe ich auch auf die 50 zu, also nicht auch, weil, sondern ich gehe jetzt halt auf die 50 zu. Aber da wird man dann vielleicht auch mal so ein bisschen entspannter so, ne? Und merke, dass mich das jetzt nicht mehr so umtreibt. Aber es gab so in den letzten 10 Jahren schon viele Selbstzweifel auch, klar. Und auch immer mal wieder überlegt, ob man mal ganz was anderes machen möchte oder. Und deine Frau ist wahrscheinlich die härteste Kritikerin, oder? Nee, gar nicht. Ich bin tatsächlich der härteste Kritiker. Ja. Aber geht es überhaupt? Also ich finde ja jetzt, ich kann das nicht anschauen, was mir jetzt was ich gemacht habe. Nee, was ich gehe. Was wir jetzt hier auch. Ich kann mich nicht hören. Das muss man ja ablegen, oder? Das muss man ja komplett ablegen. Naja, das legt man aber nicht so ganz ab. Es geht mir im Grunde genauso. Ich meine, wenn ich jetzt eine Rolle spiele, ist es was anderes, weil ich dann ja meistens, also gerade bei den Parodien, da verschwinde ich ja auch total. Ja, und vergleichst du denn tatsächlich so richtig, du parodierst jetzt, ja, und dann schaust du dir die Originalpersonen an? Oder du musst irgendwie vergleichen, du musst ja schauen, bin ich echt gut? Es ist ja von Anfang an, also beziehungsweise schon die ganze Vorbereitung, ist ja sehr lange Phasen der Vorbereitung, wenn ich jetzt so eine Rolle arbeite, bin ich da wochenlang mit beschäftigt. Mhm. Also du schaust natürlich die Besonderheiten. Genau, guck mir das alles an und arbeite vor allem ganz viel an der Sprache, an der Stimme, schreibe mir, übe total viel. Also es ist wirklich eine ziemliche Fleißarbeit auch wirklich, ja. Und macht ja, also bis du dein erstes Erfolgserlebnis hast, das dauert manchmal ewig und du denkst, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ja, da spreche ich dann stundenlang irgendwelche Sätze 100.000 Mal nach. Ich weiß nicht, wie oft ich dann so einen Satz nachspreche, der dann so klingt wie das Original. Ja. Und dann nachher sieht es so, ach, der kann ja, ich ja genau, so nachher sieht es dann idealerweise total einfach aus. Ja. Ja, ja. Und gibt es jemanden, den du jetzt ganz besonders gern parodierst oder wo so dein Herzblut drinsteckt? Nee, also ich muss immer sagen, wenn ich eine Figur neu mache, ist es eigentlich immer spannend, weil dann hast du halt genau diesen Prozess und dieses auch natürlich diese Zweifel und diese Ängste, kriege ich das hin und so. Und wenn das dann funktioniert, wenn du merkst, die Figur
geht auf, ja. Und ich merke das ja zum ersten Mal dann, wenn ich vor der Kamera stehe und das zum ersten Mal mache, weil vorher hat es ja noch keiner gesehen. Also zwangsläufig, ne? Weil es kommt das erste Mal diese Maske, das erste Mal der Text und so. Und wenn ich dann merke, es funktioniert, das ist schon cool. Und dann ist es eigentlich immer das Schönste. Ja. Und wenn ich eine Figur dann aber halt jetzt schon Jahre gespielt habe, dann wird das automatisch so ein bisschen. Aber das ist schon spannend, oder? Wenn du es zum ersten Mal so. Ja, genau. Also das finde ich ist dann schon immer eigentlich. Also deswegen sind die neuen Rollen dann doch eigentlich immer die, die mir am liebsten sind. Und die alten, ja, die habe ich dann schon 100 Mal. Also jetzt so Raab oder Kinski oder so, dann da sage ich mir dann auch irgendwann mal so, jetzt mache ich es mal nicht mehr so oft, weil das kennt jetzt auch wirklich schon jeder, ne? Also. Aber ja. Und aktuell? Wer ist der aktuelle? Ja, ich wer liebt dich aktuell ganz besonders? Ja, nee, also das wissen die ja noch nicht, ne? An wem ich jetzt gerade. Nein, ich bin gerade so. Ich bereite gerade so ein Projekt vor, was aber erst für nächstes Jahr geplant ist und da gucke ich mir gerade so ein paar Figuren an. Aber ich bin im Moment, muss ich auch zugeben, so ein bisschen faul. Ich habe gerade so ein bisschen, man muss sich da halt so rein ranknien ne? Und so richtig reinarbeiten. Und ich bin gerade noch so ein bisschen faul, mir fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen der Druck. Und hast du denn teilweise auch mal Kontakt zu den Personen? Ja, klar. Also ich meine, ich habe ja. Ich finde es natürlich ganz witzig. Ja, ich finde es natürlich super, super witzig. Na klar, was sollen sie auch sagen? Ne? Können ja schlecht sagen, ich habe ja keinen Humor oder so. Ja. Nee, die finden es. Aber ich habe schon das Gefühl, dass viele es wirklich auch ganz lustig finden. Also man spürt das dann, glaube ich, schon, bei wem das ehrlich ist und wer das so ein bisschen überspielt. Und ich finde es auch völlig okay, wenn das die Leute nicht cool finden, weil es ist ja schon auch. Also, man kriegt ja so ein bisschen den Spiegel vorgehalten und das ist ja immer komisch, ne? Also wie du ja sagst, wenn man sich selber, wenn man seine eigene Stimme hört, findet man es ja auch irgendwie strange. Und wenn jetzt jemand irgendwie so sich plötzlich dich so nachmacht, also ich fände es, glaube ich, auch total verstörend. Und deswegen erwarte ich auch nicht, dass die Leute das jetzt abfeiern. Ne? Vielleicht sagt man sich auch nicht, das bin ich ja nicht. Ja, das sagen auch viele. Ja, also klar, genau. Also, ja, genau. Das ist eigentlich super, die häufigste. Ja, echt super, echt witzig. Ja, die anderen machst du alle gut, aber bei mir hast du es nicht so getroffen. Genau, ja, genau. Das höre ich auch sehr oft, ja. Aber tatsächlich, also so oft ist es natürlich dann auch gerade bei den ganzen Promis und ich mache ja vor allem logischerweise Prominente, die laden mich dann natürlich auch gerne in ihre Shows ein und suchen so den Schulterschluss, um so zu zeigen, guck mal Leute, ich habe damit gar kein Problem. Ja? Und da bin ich dann manchmal auch so ein bisschen nicht so, ach ja, aber es ist ja, in der Regel ist es in Ordnung, aber manchmal denke ich auch, es ist schon auch ein bisschen Kritik. Es steckt ja auch ein bisschen Kritik drin. So, ne? Ja, also aber auch ein bisschen Ehre. Ja, klar, ja, ja genau. Natürlich auch, es ist ja beides. Ja, genau. Gab es denn irgendwie so einen Zeitpunkt in deiner Karriere, wo so der Durchbruch war? So irgendeine Parodie, irgendein Auftritt? Ja. Wenn man das so sagen kann? Ja, naja, also ich würde mal sagen, so als ich so auf der Landkarte der Comedy-Landschaft erschienen war, das war, glaube ich, meine Raab-Parodie bei Switch. Das war damals so. Also ich hatte davor schon so ein paar ganz gute Parodien gemacht, aber Raab war dann so der Durchbruch. Das hat dann wirklich, da habe ich, also damals war es, gab es ja noch gar nicht so Instagram und sowas, aber das, heute würde man sagen, ist viral gegangen. Und da habe ich dann schon einen Unterschied gemerkt, so, ne? Dann, das war dann schon nochmal irgendwie, das war wahrscheinlich so der Durchbruch, die Raab-Geschichte. Und dann gab es nochmal später mit Kinski natürlich. Kinski war auch noch so eine Figur, die dann aber nochmal riesig was gebracht hat. Und wie kommt man denn auf Kinski? Keine Ahnung, war nicht meine Idee. Das war ja schon irgendwie Vergangenheit. Ja, ja, also ich muss auch dazu sagen, ich mache das ja auch wie vorhin schon so angedeutet, eigentlich sind das immer Auftragsarbeiten. Ne? Also ich denke mir das auch gar nicht zu Hause selber aus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause sitze und denke, ach, wen könnte ich jetzt mal wieder parodieren, weil ich habe auch gerne frei und sitze hier mit dir und trinke ein Bier. Weißt ich muss nicht die ganze Zeit. Ich dachte jetzt, Kinski kam durchs wahre Leben, dass du irgendwie im Restaurant warst und dann mal so richtig abgelästert hast. Und dann hat irgendjemand gesagt, hey, das ist wie Klaus Kinski. So ähnlich. Nee, gar nicht. Also es war tatsächlich eine Idee von dem Produzenten, damals von Sketch History, dieser Serie. Da war halt die Idee, dass man so ein paar Parodien durch die Zeit reisen lässt, so durch die Geschichte reisen lässt. Und er hatte halt die Idee, man könnte da Kinski machen, so Kinski als Cäsar und so. Und ich fand die Idee natürlich auch sehr schräg. Aber ich habe ehrlich gesagt selber auch damals, glaube ich, sogar zu ihm gesagt, ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil wer kennt noch Kinski? Wen interessiert das noch? Normalerweise achte ich bei einer Parodie schon auch so ein bisschen darauf, dass der Zeitgeist und das aktuell ist und so. Ne? Aber da lag ich dann falsch. Also das hat irgendwie so einen Nerv getroffen. Wahrscheinlich auch, weil das so eine radikale Figur ist. Und hat dann einfach super geklappt, ja. Und dann war das natürlich dann auch nochmal so ein, das hat dann nochmal so den, würde ich sagen, den Raab so ein bisschen abgelöst, ja. Und da gab es einen Auftritt, wann war das auch schon lange her, 2016 oder so, bei der Goldenen Kamera. Also halt so Preisverleihung, so mit international, so mit, da war Helen Mirren und so Hollywood-Stars auch in der ersten Reihe. Und es war Live-Sendung und ich hatte halt eine Laudatio als Kinski auf, ich weiß gar nicht mehr, was war das, bester Darsteller oder sowas.
Und das war halt schon, das war, und das hat super funktioniert. Also die kann man auch bei YouTube sehen, die Nummer. Und das war wirklich sehr rund und hat super, hat einfach gefunzt, hat auch mega Spaß gemacht. Und ja, das war so ein Auftritt, der, wo ich sagen würde, das war auch nochmal so ein Auftritt, der so ein, wo ich so gemerkt habe, der hat was verändert. Das war nochmal so ein Katalysator irgendwie. Du hast ja auch viele Auszeichnungen bekommen. Also nee, ja. Also ja, ganz viele, gelesen, ganz unzählbar. Dachte ich, ja, das ist ja wie wir. Also Ja, also und das macht natürlich dann auch, das ist ja in der Presse und ja, also bei mir, mir ist immer so ein bisschen unangenehm, weil das wird dann oft so gesagt, so preisgekrönt und so. Ich habe ehrlicherweise nur einmal den Comedy-Preis für meine persönliche Leistung bekommen. Ansonsten waren es halt Ensemblepreise für das gesamte Schauspielensemble. Ja, das steht dann immer Grimme-Preis. Also ich habe den nicht für mich persönlich, sondern den habe dann damals das gesamte Switch-Ensemble hat diesen Grimme-Preis bekommen. Okay, ja. Und weil die aber nur zu geizig waren und nur einen einzigen Preis hergestellt haben, durfte ich den sozusagen, alle anderen waren natürlich voll pisst, ja, aber ich durfte den halt annehmen dann auf der Bühne. Ja, okay. Und ich habe den bei mir zu Hause rumstehen, aber es ist der Preis von dem gesamten Ensemble und deswegen würde ich jetzt auch nie sagen, das ist mein Preis. Ja. Also ich habe tatsächlich nur einen einzigen Preis. Nein, aber Preise sind auch ehrlich gesagt, also ich glaube, für euch ist es wahrscheinlich sogar wichtiger, oder? Ja. So in der internationalen Branche, sich da so ein bisschen abzuheben. Ich finde, für mich ist es eigentlich nicht wichtig. Also mein Giorgio, ja, dieser Clown hat damals immer gesagt, der war mal auf so einem Clowns-Wettbewerb, wo halt wirklich so namhafte, weltberühmte Clowns so gegeneinander halt um so einen Preis angetreten sind. Und dann meinte er, es ist halt lächerlich. Eigentlich macht es ja keinen Sinn, gegeneinander anzutreten und zu zeigen, wer jetzt von uns sich am besten zum Affen machen kann. Klar. Weil das ist ja eigentlich unser Job als Comedians. Ja, wir machen uns, wir nehmen uns ja nicht, also man nimmt sich ja nicht so ernst und warum soll man jetzt also dafür einen Preis kriegen? Also finde ich irgendwie eigentlich eh unwichtig. Ja, zumal du natürlich durch dein Publikum, dein direktes Publikum bekommst du dann viel. Genau, das ist eigentlich der Preis. Dass die Leute irgendwie auch mal auf der Straße sagen, oh, ich habe mich so totgelacht, vielen Dank oder so. Das ist halt viel mehr wert als irgendeine Trophäe. Die stehen bei mir sowieso halt alle im Keller, weil die so sagen, ja. Uns ist halt die Bestätigung, weißt du, dieses, ja, was wir sagen, ja, sind die besten, die schönsten, ja. Sagt ja jeder von sich. Ich meine, es gibt so viele Biere und dann zu wissen, ey, krass, wir sind echt aus. Das ist also jetzt, ich bin ja auch so ein bisschen im Weinbusiness drin und da kann ich mir vorstellen, was das für eine Auszeichnung ist. Also das, ich meine, klar, ich finde, es hat mich auch stolz gemacht, diesen Preis zu bekommen. Ja, das war eine Riesenehre und so. Aber man muss dann auch aufpassen, so als Einzelperson, dass man sich das jetzt nicht, dass man das jetzt nicht zu hoch hängt, ne? Weil sonst wird man vielleicht auch zu arrogant oder so. Also. Die Comedy-Welt, du bist jetzt schon lange dabei, ja? Hat sich die verändert im Laufe der Jahre? Muss man aufpassen, was für Sprüche das man sagt? Oder hast du als Comedian absolute Redefreiheit? Nee, klar, also du musst schon echt jetzt mittlerweile aufpassen und ich bin auch echt manchmal erschrocken, was wir noch bei Sketch History vor ein paar Jahren, also vielleicht vor 4, 5 Jahren für Sachen gemacht haben, wo man heute, es wäre heute einfach tabu, ja. Auch in Filmen. Ich habe da noch so Yoko Ono gespielt und so, ja, wo ich denke, oh, das ist gleich eine Frau spielen, dann auch noch irgendwie kulturelle Aneignung, also was da alles drinsteckt, Rassismus, also wenn man das so runterbrechen will, also da haben wir... Und ja, aber eben, weil es unter dem Deckmantel des Comedian, weißt du, dass es vielleicht doch deshalb noch akzeptiert wird? Ja, nee, also ich würde sagen, da kriegst du erst recht auf den Deckel so. Und ich finde es aber auch richtig. Aber man muss ja irgendwie, weißt du, kannst ja nicht dich so in die, geht ja gar nicht mehr, kannst ja gar nicht mehr also, korrekt sein. Also, ja, also ich weiß, so hundertprozentig korrekt, sonst ist da kein Spaß mehr. Ja, aber ich meine, es geht ja auch gar nicht so sehr um also ich finde korrekt, also es ist immer so dieses, alle sind so bemüht, korrekt zu sein und nicht, ja, keinen Shitstorm kriegen und nicht gecancelt werden. Genau. Aber es geht ja eigentlich geht darum... Nicht. Geht ja nicht. Ja, aber es geht ja schon eigentlich auch darum, okay, eine Sensibilität zu schaffen. Man möchte niemanden verletzen, ja. Und man muss mit bestimmten Themen vielleicht zu Recht jetzt auch mal sensibler umgehen und vielleicht auch ein bisschen übertrieben sensibel damit umgehen, einfach damit man das so, damit dieser Lernprozess irgendwie vorangeht. Und das ist schon echt schwierig. Also mittlerweile so bei LOL oder so, da fliegt ganz viel wieder raus. Ah, nee, stimmt, das kann ich eigentlich nicht mehr machen. Nee, das geht irgendwie nicht. Und das ist natürlich dann auch manchmal, in dem Moment denkt man so, ach, irgendwie schade, aber ich finde es auch richtig und gut. Also ich bin großer Verfechter davon, dass wir uns jetzt halt auch mal ein bisschen mehr so auf den Mund schauen müssen. Und absolut. Das macht es schwierig. Aber das ist ja genau der Prozess, um den es halt geht. So, ne? Also das hat sich total, also es ist vor allem, also ich finde es krass, wie rasant es geht. Und was ich natürlich nicht so gut finde, ist, dass man halt so krass abgestraft wird bei dem kleinsten Fauxpas. Ja, aber das ist eine Minderheit. Das ist aber halt, es ist eine Minderheit.
Ja, ja, klar, aber die Minderheit hat halt ein großes Sprachrohr, ja, genau, ja, durch Social Media. Ja, ja. Und das nimmt und halt das dann so eine Welle an. Ja, ja, ja. Das ist schon, also das finde ich also wiederum natürlich nicht gut. Das Thema, die Shitstorm-Gefahr ist schon, also wir haben ja jetzt auch durch den Podcast schon wieder große Gefahr, dass wir irgendwie was falsch sagen. Ja, 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 klar. Also die, ja, Gefahr, die gehen wir rein. Ja, ja, klar. Vor allem, wenn wir jetzt noch mehr trinken, dann... Alkoholfrei, ja, also. Ja, das trinke ich auch privat immer, euer Alkoholfrei. Also nicht nur das, ich trinke sowieso eure Biere, aber sonst wäre ich auch nicht eingeladen, ne? Genau. Grundbedingungen. Ja, Grundbedingungen. Ja. Und eine Mindestmenge. Ja. Eine Kiste in der Woche, sonst wird man nicht eingeladen. Der Einzige bei uns zu Hause, der es trinkt, das ist unfair. Genau. Okay, also, was habe ich denn noch für schöne Fragen an dich? Wie nennst du dein Schnitzel? Nein! Ja, okay. Würdest du, wenn du nochmal von neu beginnen würdest oder könntest, würdest du die Karriere dann... Sollen wir nochmal den Podcast? Achso, ja, gerne, ja, nochmal. Die Karriere... Ja. Ich finde das immer so eine schwierige Frage, weil natürlich aus der jetzigen Sicht würde ich natürlich sagen, nein, weil es wäre ja langweilig, nochmal genau das Gleiche zu machen. Ja, klar. Also, ne, aber du bist schon grundauf zufrieden mit dem Werdegang. Nee, also ich glaube, so, ich würde was anderes machen. Ich glaube, ich würde was anderes machen. Doch, ja, nee, also um ehrlich zu sein, würde ich was anderes machen. Ich würde Kunst machen. Ich hatte damals... Mhm. Auch einen Studienplatz in Karlsruhe für Medienkunst. Also ich habe mich sehr für Kunst interessiert. Aber, ich bin auch sozusagen, aber Kunst in welche Richtung? Also Malerei und so. Das mache ich auch also, übrigens, aber Malerei, es ist jetzt mehr so eine, noch ist es mehr so ein Stecken für so eine Maler, so eine Leidenschaft. In 200 Jahren sind die Bilder viel wert. Ja, lass es 20 sein, bitte. Nein, also ich würde, glaube ich, tatsächlich lieber Kunst studieren, weil was mich an dem Beruf, glaube ich, auch so ein bisschen mürbe macht, ist, dass man selber immer so, man ist ja untrennbar von seinem eigenen Produkt, weißt du? Also ja, ich bin immer selber in meiner Haut, so, weißt du? Also ich kann nie mal sagen... Du bist ja deine eigene Marke. Ja, ja, genau. Und das ist halt schon, also das verändert eigentlich, glaube ich, einen Menschen so. Das kann man gar nicht verhindern. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt irgendwie, dein Wein schmeckt mir lecker oder dein Bild finde ich super oder auch umgekehrt, ich kann damit nichts anfangen, dann tangiert mich das nicht so sehr, wie wenn der mir in die Augen guckt und sagt, ich finde dich scheiße, weißt du? Also, und das ist so, damit ja, bin ich natürlich. Das gibt es nicht so sehr. Es gibt es bei mir tatsächlich zum Glück eher umgekehrt, also dass die Leute eher positiv auf mich reagieren. Das ist angenehm, ja. Und das ist auch schön, aber auch das ist irgendwie eine Art von Stress auf Dauer, ne? Wenn du halt so das Gefühl hast, und man bildet sich auch echt irgendwann ein, dass man sagt, ach, die reden da wieder über mich und wahrscheinlich reden sie gar nicht über mich, ne? Also, es kam mal so, ja, so, ich bin mal so durch die Innenstadt in Köln gelaufen, waren so zwei jüngere Frauen, ich sehe schon, die tuscheln so mit dem Handy in der Hand, zeigen auf mich und kommen so auf mich zu und ich schon so, ja, komm, alles klar, mach mal schnell ein Foto. Und leg schon so meine Hand über die, ne? Und dann meint die andere so, wir wollten dich nur fragen, ob du ein Foto von uns machen also kannst. Und das war, weil ich halt sofort denke, ja klar, geht's hier um mich, ne? Also, und dann denkst du, oh Gott, wie schlimm. Wenn man, also, und das ist halt, das kannst du ja nicht ändern, weil natürlich, es passiert halt irgendwie 10, 12 Mal am Tag, dass du irgendwie angesprochen wirst. Und das ist ein Teil, den brauche ich nicht. Also das brauche ich nicht. Ich glaube, das brauchen die meisten nicht, ja. Und das ist so, deswegen würde ich es wahrscheinlich eher nicht nochmal machen. Aber ist auf der anderen Seite auch, ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt den Job auch schon 2 Jahrzehnte und dann irgendwie, also dafür hatte ich jetzt echt eine geile Zeit auch bis jetzt, ne? Also ich meine, ich habe so viel erlebt. Du hast schon ein paar Jahre vor dir. Also ja, das sowieso. Aber ich meine, man kann ja eben, man kann auch nochmal was anderes ausprobieren und das ist jetzt auch eine Freiheit, die habe ich mir auch erarbeitet, ne, dass man sagen kann, so, ich bin echt frei. Ich kann auch echt Sachen absagen, ohne dass ich schlecht schlafen muss und so. Das ist halt wirklich schon super, sehr viel wert. Ne? Und das war früher mal anders. Also ich habe, wenn ich die langweilig sag's, ne, wenn ich jetzt so viel hier... Nee, voll spannend, ja. Ich finde es noch spannend. Ich weiß nicht, die Gefahr, dass die Zuhörer und Zuschauer es nicht spannend. Ihr seht das wahrscheinlich genau an den Zahlen, wenn jetzt wer abschaltet. Nein, also ich habe ja Schauspiel studiert an der Ernst Busch, so eine sehr traditionelle Schauspielschule. Und dann war ich am Theater und habe dann sofort gemerkt, nee, ich kann nicht in so einem Betrieb, in einer Festanstellung, das geht nicht. Ich habe da sofort gekündigt und bin dann zurück zu Giorgio, um Clown zu werden. Ne? Und ich meine, natürlich habe ich damals... Also, das haben deine Eltern gesagt? Ja, die fanden es nicht so geil. Also mein Vater fand es nicht so geil. Also was ich auch total verstehen kann, weil ich meine, ich hatte eine gute Ausbildung, ich hatte ein Diplom, ich hatte eine Stelle an einem Theater, was eh schon... Weiß ich meine, als Theaterschauspieler ist eh schon schwer, irgendwie durchzukommen. Ne? Und dann habe ich das auch noch hingeworfen und gesagt, ich werde jetzt Clown und spiele so ein bisschen den Hut und so. Künstler, ja? Ja, genau. Und das habe ich aber... Und insofern, ich weiß, wie das ist sozusagen auch, wenn man diese Sorgen hat, diese Ängste. Mich hat es nie so umgetrieben. Es ging mir eigentlich nie um die Kohle.
Aber insofern bin ich schon auch durchaus stolz auf den Weg, den ich da jetzt so gegangen bin. Ne? Also ich will es nicht zu klein machen. Also deswegen, das ist schon cool. Also das will ich auch nicht missen, ehrlich gesagt. Ja. Als Comedian musst du natürlich extrovertiert sein, bunter Vogel. Max Giermann privat genau gleich oder eher ruhig, besinnlich? Lebemann. Lebemann, ja. Asket. Ja, ich glaube, ich bin eigentlich nicht so richtig irgendwie, bin irgendwo dazwischen. Alles aber ich bin eher ruhig. Also ich bin tatsächlich eher, also ich brauche nicht so viel Geselligkeit. Ich kann das auch gar nicht, wenn zu viele Komiker auf einem Haufen sind, die fangen dann alle an, sich zu produzieren. Und ich werde dann immer eher so ein bisschen ruhiger. Mhm. Nee, ich bin eigentlich, glaube ich, eher ein bisschen zurückgezogener und so ein bisschen, ja, schüchtern ist doof, aber nee, also eher stiller, ja. Eher ein bisschen introvertierter. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was mir den Job manchmal nicht so leicht gemacht hat, weil es gibt halt so Leute, so Kollegen kenne ich auch ganz viele, die müssen sozusagen gar nicht großen Schalter umlegen. Die sind immer in diesem Sendemodus, ja. Und wenn die dann jetzt, wenn dann ein Mikrofon angestellt wird oder eine Kamera oder die gehen auf eine Bühne, dann müssen die nicht groß was verändern. Bei mir ist es schon echt immer ein Kraftakt, auf eine Bühne zu gehen, weil eigentlich würde ich lieber zu Hause auf der Couch sitzen oder irgendwo in der Natur oder so, ja. Ich bin eigentlich nicht so dafür gemacht, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und das ist schon auch, das kostet halt Kraft, aber das habe ich ja auch schon mal gerade so ein bisschen angerissen. Mm. Nee, aber ich bin, würde ich sagen, also ich versuche irgendwie so gut es geht, man versucht dann so der zu bleiben, der man halt so war, ja. Also ich bin jetzt, mir ging es nie darum, dass ich selber stattfinde. Also das ist auch an der Schauspielschule ist immer das die wichtigste Regel, es ist nie irgendwas privat. Es geht nicht um den Schauspieler, sondern um die Rolle. Und deswegen ist das mit den Parodien eigentlich auch ganz cool, weil für mich war immer das größte Kompliment, wenn meine Mutter mir gesagt hat, ach, das warst du, ich habe dich gar nicht erkannt. Also wenn vorkam, weißt du, wenn man mich gar nicht mehr drin gesehen hat, dann war es eigentlich immer am besten, weil dann, und dadurch war ich natürlich auch sehr lange geschützt, solange ich diese Rollen gemacht habe, hat mich ja niemand erkannt. Ja, klar. Und jetzt auch so durch LOL und so hat sich das natürlich verändert. Fernsehen, ne? Ja, klar. Und gibt es jetzt, mit Sicherheit hast du Vorbilder, also dein Clown, definitiv. Mit Sicherheit ein großes Vorbild, aber gibt es jetzt noch andere Persönlichkeiten, natürlich auch nicht aus der Branche? Ich weiß gar nicht so genau, also Giorgio war definitiv ein Vorbild, weil der war auch einfach so cool mit Menschen und Kids und so, der war einfach, also das Menschliche ist für mich eigentlich immer so das größte Vorbild, also eigentlich geht es für mich immer darum, ob ich mit jemandem menschlich connecte und so das Gefühl habe, man ist so auf einer Wellenlänge und der hat das Herz am rechten Fleck und dann kann ich irgendwie auch über anderes hinwegsehen, ob mir jetzt was gefällt oder so oder nicht, ne? Das ist dann wieder eine andere Frage. Aber ich habe eigentlich nicht so beruflich so Vorbilder, finde ich schwierig, hatte ich eigentlich noch nie so richtig. Also es gibt viele, die ich ganz toll finde, die ich einfach auch wahnsinnig gerne mag und die ich auch, die ich auch wirklich sehr bewundere. Oder jetzt zum Beispiel so ein Teddy, ja, finde ich, ist ein Phänomen. Ja, absolut. Oder auch ein Pastewka, liebe ich auch total, was der macht. Und auch, weil es aber eben auch immer diese menschliche Komponente gibt. Ich kenne die natürlich auch alle. Ich würde die wahrscheinlich auch gut finden, wenn ich sie nicht kennen würde. Aber wenn man dann auch weiß, die haben so das Herz am rechten Fleck, dann ist es natürlich, das ist für mich immer so eine Grundbedingung, glaube ich. Aber deswegen, bin nicht so ein Fanboy-Typ. Ich glaube, ich kann jetzt nicht so schnell auf irgendwas so steil gehen, dass ich mir irgendwie ein Poster an die Wand hänge. Also bei Michael Jordan habe ich es früher gemacht, aber danach eigentlich nicht mehr. Nee, ich habe nicht so wirklich die klassischen Vorbilder. Du? Nee, auch nicht. Es gibt, glaube ich, eher eine breite Palette von Leuten, die ich in verschiedenen Situationen dann gut finden. Ja, auch cool finde, wenn Leute einfach ihr Ding machen. Genau, ja. Also das finde ich zum Beispiel was ich immer gut finde, wenn Leute sich eben nicht so sehr auf so ein Schema oder so eine Norm einlassen, sondern irgendwie so sich so selbst treu bleiben. Das finde ich immer eine große Qualität, weil wir alle ja so diesen Zwängen unterlegen sind. Ja, das stimmt, So dem Mainstream hinterher zu laufen, also Gut, gemeinsam haben wir auf jeden Fall die Leidenschaft nach guten Getränken. Ja. Du hast schon eingangs gesagt, Winzer, okay, hast gesagt, nee, Winzer nicht, aber die Leidenschaft Wein ist da, du hast ein eigenes Weinlabel. Wie kam es denn dazu? Ach, das war eigentlich eine ziemlich spontane Idee von einem Freund von mir und also einem Gastronom aus Köln, da habe ich ja noch vor kurzem gewohnt, so am Rhein ein bisschen abgeschieden und da hatte der seine Kneipe. Und da war ich dann regelmäßig und dann hatte er mir erzählt, er hatte gerade so ein Projekt vor, er wollte einfach nur für seinen Laden
Flaschen Wein haben mit einem eigenen Label drauf. Mhm. Also keinen eigenen Wein, aber eben ein eigenes Label. Mhm. Und da war er eben auch mit dem Thomas Walz hier aus Heitersheim in Kontakt. Und dann habe ich gesagt, ja, lass doch einfach direkt einen eigenen Wein machen. Mhm. So viel geiler als ein eigenes Label. Also richtig den Wein selber machen und so. Und dann fand er das auch cool. Und dann haben wir mit Thomas gesprochen und der fand das auch cool. Und aus der Dreierkonstellation wurde dann erstmal eine Zweierkonstellation, weil das wurde dann doch erstaunlich viel Arbeit. Ja. Ja, aber es war viel also, Verkostung. Hat eben sehr, ja, auch ja, gar nicht intensive mal. Das sind natürlich so die, der Teil, der am meisten Spaß macht, ja. Aber es gab auch echt viele Sachen, die nervig waren. Oder also ich meine, wir haben da eine Firma gegründet. Uns war halt auch wirklich wichtig, dass wir das auf eigene Füße stellen, dass ich mich jetzt, dass ich jetzt nicht einfach irgendeinen bestehenden Wein aus dem Weingut nehme, sondern dass wir wirklich unsere eigene Linie kreieren und so. Unsere eigene Marke entwickeln. Und das war natürlich dann doch auch ziemlich zeitintensiv und so, aber auch da war es im Endeffekt, also ich war vorher gar nicht so der mega Weinliebhaber oder so. Ne? Ich habe gern Wein getrunken, aber ich hatte keine Ahnung. Also ich würde auch immer noch sagen, ich habe relativ wenig Ahnung. Aber da war es auch so ein bisschen die menschliche Komponente. Es hat halt einfach mit Thomas super gematcht und irgendwie hat es sofort Spaß gemacht. Und ich finde, man lernt sich immer am besten kennen, wenn man sich auch reiben muss und kann. Ja, also so, und das war halt der Fall. Es war ein steiniger Weg und ich habe super viel gelernt. Ich lerne halt da jeden Tag noch dazu bei diesem Thema. Das finde ich halt auch cool, ne? Dass man da auch nochmal so, auch dass ich die Chance habe, in sowas reinzuspielen. Wer kann schon einen eigenen Wein machen, ja? Absolut, ja. Und es ist so ein interessantes Thema und auch halt auch so eine irgendwie spannende Branche. Ich meine, bei Bierbranche ist es vielleicht nochmal anders, aber es ist halt so eine eigene Welt auch nochmal, ne? Und ganz anders als diese Unterhaltungsbranche. Und für mich natürlich auch ein bisschen, ja, so ein guter Gegenpol, ne? Weil da. So, und das Spannende, ich finde es ja immer das Spannende, dass nur wir Menschen können überhaupt das definieren, was gut schmeckt. Ja, stimmt. Keine Maschine kann das. Stimmt, keine Maschine bekommt das. Ja, und bekommt es ist auch so subjektiv. Und trotzdem gibt es halt trotzdem diese trotzdem gibt es objektive Qualitätskriterien. Genau, das, genau. Das, wie in der Kunst auch. Aber das ist halt, das finde ich auch irgendwie das Tolle. Ne? Und dass man darüber so ins Gespräch kommen kann. Auch, also das ist zwar so banal, so ja, ein Glas Wein oder ein Glas Bier kommt man ins Gespräch, aber so ist es halt. Ne? Ist so, und, genau. Das heißt also, Regionalität und Qualität war für dich denn schon auch ganz... Ja, also ich hätte kein Weinprojekt gemacht, wenn es jetzt nicht aus der Region, aus meiner Heimatregion gewesen wäre. Weil darum haben wir auch ein Gutedel gemacht, weil warum... Dann wäre es halt einfach irgend so ein Promi-Ding gewesen. Da hätte ich auch einen Turnschuh rausbringen können oder so. Ne? Aber das hätte nicht... Also das, mir ging es schon darum, dass es irgendwie... Es musste schon was mit mir zu tun haben und mir persönlich auch was bedeuten. Und deswegen halt dieser Heimatbezug. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt ja auch wieder zurückgezogen und so. Und ich habe auch wirklich so wieder die Liebe zu meiner Heimat wiederentdeckt und so. Ich wollte hier halt eine Zeit lang auch einfach nur weg. Ja? Und jetzt ist es auch wieder schön. Ja, klar. Und so, ja? Und jetzt lerne ich das so, sehe ich das auch mit neuen Augen und lerne es wieder, wie toll diese Region ist, wie toll das auch ist, wenn man ist eben so, aus der Natur schöpfen kann, was so eine kulturelle, was das eigentlich, was das wert ist, sowas zu haben, ja. Und also, dass man auch so Hidden Champions haben oder so. Ja, also, genau. Und dass wir, also und wie, so mit Leidenschaft, dass Produkte mit Leidenschaft gemacht werden, ja. Und das ist ja. Und bei euch ist es halt auch so geil, ja? Dass man bei euch ist halt auch so, die Menschen, die dahinter stehen, ich durfte ja auch mal bei euch vorbeikommen, das ist so cool, da euer Team und so, da hat man halt, da spürt man halt sofort, dass da so, also man spürt irgendwie viel Liebe da reinfließt und wie ernst sie das nehmen und wie sorgfältig und deswegen wird es halt auch in Verbindung mit den coolen, guten Produkten und so, deswegen wird es halt dann nachher auch ein gutes Produkt. Mhm. Ne? Kommen wir mal zum Wesentlichen, also über jetzt. Wein, zum Bier, genau. Eben, wir haben ja schon Bierverkostungen bei mir gemacht. Ja, das war super Spaß gemacht. Ja. Und ich frage dich jetzt nicht nach deiner Lieblingsmarke, weil das ist ja logisch, ich meine. Ja, wäre auch die richtige. Aber gibt es jetzt ein Bier, wo du jetzt sagst, also die Sorte, also es gibt ja so viele Sorten, ja, wo du jetzt sagst, oh, das ist genau meins, jetzt so ein Pilz eher oder eher was. Ja, also ich muss auch nochmal dazu sagen, das ist beim Wein auch ein bisschen so, also ich genau, beim Wein ist ja genau gleich, da gibt es auch viele Sorten. Genau, ja, da gibt es so, aber ich weiß, ich finde es halt schon auch geil, eben immer diesen regionalen Aspekt so ein bisschen mitzunehmen, also weil wir mittlerweile können wir halt das ganze Jahr über Erdbeeren essen und wir können überall, wo wir sind, irgendwie Heineken trinken. Ja, aber ich meine, halt auch nicht immer gleich. Ja, aber ich finde, also ich muss sagen, ich mag eigentlich keinen Kölsch, aber wenn ich in Köln bin, ist so ein Kölsch halt doch auch manchmal was Schönes oder ein Alt in Düsseldorf oder so. Genau. Deswegen, ich finde es schon immer auch wichtig, dass nicht so ich trinke und genieße nicht so gerne diesen Schubladen, weißt du, so ich trinke gerne Riesling, ich trinke immer Riesling. Nein, es kommt echt drauf an, wo ich bin, mit welchem Menschen ich da bin und deswegen, also wenn wir jetzt in Köln sitzen, würde ich sagen, komm, lass uns mal einen Kölsch trinken. Ja, und klar, unbedingt. Ja, genau. Also, so. Und da würde ich jetzt auch sagen, wenn wir da keinen Kölsch trinken. Ja, und das finde ich halt total wichtig. Das wollte ich nur einfach nochmal sagen. So, jetzt nochmal zu deiner Frage. Was war deine Frage? Ich bin einfach übergangen. Welche Sorte du gerne trinkst, ja? Ein Köln-Kölsch. Ja, nee, also ich trinke eigentlich schon am liebsten eigentlich ein gut gezapftes Pilz, muss ich sagen.
Aber auch gerne, also das ist schon, würde ich sagen, ich trinke auch sehr viel alkoholfrei, das ist einfach, ich meine, Auris ist auch spitze und das, mittlerweile macht das ja auch voll Spaß. Ne? Also voll das Spaß, ist leider anders beim Wein, dann macht das halt leider noch gar keinen Spaß. Ja. Und dann macht es, finde ich, auch keinen Sinn, weil warum soll, dann kann ich auch was anderes trinken. Aber ich finde, bei mir ist es wirklich mittlerweile echt... Finde ich auch, ja. Doch, kann man es sehr gut trinken. Ja, ja, wirklich. Also auch das hier ist so schön süffig und trotzdem hat es die Würzigkeit und irgendwie so das sehr, 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 sehr schön. Und das trinke ich tatsächlich am häufigsten, ja, alkoholfrei. Das ist eigentlich immer das Getränk, wenn ich nichts trinken kann oder will, dann trinke ich alkoholfreies Bier. Mhm. Kommen wir nochmal zum Motto Geschmackssache. Wein, Bier, Comedy, alles irgendwie Geschmackssache, ja? Ja. Entweder ja. Man gewinnt seine Fans oder man verprellt sie. Wir gewinnen sie natürlich. Ja, naja, und es gibt ja genug Menschen. Wir hier. Also, genau, deshalb ja. sitzen wir hier, ja, also... Ja, aber es gehört ja, ich glaube, was ist so der, jetzt bei uns auch, wir haben natürlich unser Standardsortiment, wo ich jetzt sage, da wollen wir das Beste machen, was möglich ist, aber wir gehen kein großes Risiko ein, weil wir einfach den High Level produzieren. Aber es gibt natürlich jetzt die Möglichkeit, da ein bisschen mutiger zu sein, ja, zu sagen, nee, wir gehen abseits des Weges und experimentieren an Dingen, die jetzt die Menschen nicht so kennen, wie jetzt. Gibt es jetzt nicht mehr, Hypnose mit 10% Alkohol, ja. Oder unseren Hopfensturm, den es jetzt gibt. Ich kann eins gebrauchen. Genau. Oder unseren Hopfensturm, der halt extrem... Das Hypnose zu nennen ist dann aber auch schon wieder eine Ansage. Ja, genau, genau. Und also, das sage ich immer, da ist bei uns dann auch schon auch Diskussion, gehen wir den Weg auch? Ist das jetzt zu frech? Kommt das gar nicht mehr an bei unserer Zielgruppe? Und Comedy ist wahrscheinlich genau gleich, diesen... Man muss ja schon ein bisschen mutig sein. Und dann kommt natürlich vielleicht auch die Kritik. Wie gehst du damit um mit Kritik? Also, nimmst du das? Also sag mal, ich sage dir jetzt mal ein Beispiel bei uns. Wir bekommen natürlich Kritik. Ja, ich glaube, du kriegst auch Kritik. Ja? Ja, aber es ist ja immer so, es sind so Einzelpunkte. Ja, 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 stimmt. Und gerade bei Bier ist ja ganz extrem. Ja. Wir haben ja Fans, das ist genial. Aber jede Marke hat seine Fans. Und da wird schon auch so ein bisschen gekämpft, ja. Also unter den Fans. Okay. Unter den Fans, nicht unter den Brauereien, aber die Fans, die sind natürlich schon. Das stimmt. Schon. Das ist bei Bier so ein bisschen, so wie früher bei Pepsi und Cola oder so, ne? Immer so ein bisschen so ein Image-Ding. Absolut. Und da trinkst du nur das und das andere geht überhaupt nicht. Ja. Und wie ist das bei dir? Du musst ja mutig sein, irgendwo. Und dann kommt Kritik, wie gehst du damit um? Naja, also erstmal, also ich habe mich da auch schon mich selber geärgert, weil ich immer Bock habe, halt was auch irgendwie Neues für mich zu machen. Und das bedeutet ja meistens, dass man sein Fahrwasser verlässt und dass man vielleicht auch ein Risiko eingeht. Und dann wird das halt vielleicht nicht so gut. Ich meine, zum Beispiel bei LOL, das war ein völlig neues Format. Das gab es vorher in Japan. Und das in Japan, ey, das kannst du dir nicht angucken. Das ist der letzte Trash, ja. Und das haben wir uns vorher angeguckt. Und das hätte halt auch sein können, dass das richtig... Panne wird. So, ne? Also natürlich wusste man, dass es sind tolle Leute beteiligt, Bulli wird es schon vernünftig machen, aber trotzdem, man wusste nicht, dass es so ein Erfolg wird und das kann dann auch schief gehen. Und dann gibt es natürlich ganz viele, die sagen, nee, die sollen erstmal eine Staffel machen, dann gucken wir uns das erstmal an und dann bei einer zweiten kann ich dann immer noch mitmachen. Also es ist natürlich dann schon auch immer eine Art von Risiko, ob man sagt, man probiert was Neues aus oder auch man probiert mal eine Rolle, die man sich vielleicht nicht so zutraut. Also ich bin da immer schon sehr Freund von gewesen. Warst du von Anfang an dabei? Ja, also ich habe einfach auch immer, ja, ich sage aber auch ganz viel ab, weil ich dann selber nicht denke, also ich glaube, bei mir ist es insofern ein bisschen einfach, weil ich muss ja irgendwie Lust drauf haben, ja? Sonst kann ich es ja auch nicht lustig rüberbringen, also ich muss ja selber irgendwie das Gefühl haben, dass es irgendwie hat Potenzial oder ich sehe mich da drin oder halt auch nicht, also ich sage wirklich krass viel ab, ne? Ich würde sagen, von 10 Anfragen sage ich halt 9,5 ab, so, ne? Und weil ich dann irgendwie denke, ja, es ist eine lustige Idee, aber ich glaube nicht für mich oder so. Also das ist halt super subjektiv und da kann ich natürlich, da muss ich einfach so ein bisschen auf mich hören und das ist dann wiederum relativ einfach. Also ich frage mich da gar nicht so sehr, was die Leute da draußen sehen wollen, sondern ich muss erstmal mich fragen, finde ich es überhaupt lustig? Weil wenn ich es nicht lustig oder gut finde, dann kann ich es auch nicht rüberbringen. Ja, klar. Dann bin ich einfach der Falsche, ne? Ja. Und deswegen, ich glaube, da habt ihr mit dem Produkt vielleicht ein bisschen mehr, weil ihr da vielleicht ein bisschen mehr so vom Kunden her auch mal denkt oder versucht vielleicht auch zu antizipieren, was würde dem Kunden gefallen oder auch nicht. Also da mache ich mir tatsächlich auch was keine Gedanken. Also es ist auch ganz extrem, dass wir da eigentlich nicht auf Marktbefragung oder so gehen, sondern was schmeckt uns. Ja. Wir produzieren nur Dinge, wo man hundertprozentig von überzeugt sind. Ja, aber dann ist das eigentlich ähnlich. Ist sehr ähnlich. Also und dann sagen wir, also wenn es uns schmeckt, dann
kann es eigentlich keinen Flop geben. Ja, und ich meine, selbst wenn, ja? Also das gehört ja auch irgendwie dazu. Das gehört auch dazu, ne? Also ja? Bei mir ist jetzt, ich habe so viel Schrott auch gemacht, Sachen, die völlig gefloppt sind, die auch verrissen wurden, die nicht funktioniert haben. Auch Parodierollen, die nicht funktioniert haben, die gehen dann zum Glück auch so ein bisschen unter mit der Zeit. Ja. ja, das gehört ja auch dazu. Also mein Gott, also ich, aus der subjektiven Sicht, ja, ist es sowieso mehr Scheitern als nicht Scheitern. Auch wenn natürlich die Leute draußen sehen dann immer nur die Spitze des Eisbergs und sehen dann halt nachher so das, was dann halt viral geht, was man so sieht, was so hängen bleibt und denken, oh, das ist ja alles so toll. Aber aus meiner Sicht ist geht das meiste schief, ja. Oder bin ich nicht zufrieden oder, oder wie auch klar, immer. Ne? Klar, das, logisch, ja. Aber das Spiel ist schon schwierig. Also bei dir ist auch das Thema anders als bei mir. Hier steht mein Produkt, ja. Und hier stehe ich. Ja, ja, genau. Ja. Und bei dir. Du bist das Produkt. Genau, und das ist auch zum Beispiel selbst beim Wein, also der Thomas, der hat ja auch noch andere Weine, der kann dann immer sagen, wenn jemand sagt, ja, euer Spätburgunder schmeckt mir nicht. Bekommen wir noch ein Bier? Eine Hypnose bitte. Wenn jemand sagt zu Thomas, ja, euer Gierwein, sollen wir kurz Pause machen, bis wir ein Bier haben oder was? Das passt schon. Das Kannst du überhaupt noch ohne? Probieren wir mal eins. Mal ein richtiges. Damit jetzt die echten Infos kommen, weißt du? Ja. Wo waren wir bei dir als Produkt, Comedy-Produkt? Ja, genau. Also was ich sagen wollte ist, ich merke das halt bei Thomas mit unserer Weinlinie. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, euer Spätburgunder schmeckt mir nicht, dann sagt der Thomas, ja, ich habe ja noch vier andere, da schmeckt dir bestimmt einer. Ich habe aber nur den einen, wo mein Name draufsteht. Genau. Deswegen, wenn das einer zu mir sagt, dann denke ich so, ach, Mist. Genau. Und dann trifft mich das sofort. Und deswegen, klar, also wenn jemand zu mir sagt oder ich irgendwo lese, der ist ja nicht lustig oder mit dir kann ich nichts anfangen. Natürlich, dann ist das so, ich kann das nicht. Also es ist halt super schwer zu sagen, naja, dann, klar, versucht man immer, dann guck dir halt was anderes an. Gibt ja genug Sachen, such dir was, was dir gefällt, ja. Aber natürlich trifft es einen, es geht nicht. Aber das ist ja immer das Spagat auch. Du willst ja dich als Produkt verkaufen, ja, also dass es gekauft wird. Also eigentlich willst du, dass es gekauft wird, aber du willst dich ja nicht verkaufen. Ja, ja, genau. Ja. Also okay, ich brauche wirklich noch einen Schluck. Ja, stimmt. Aber wie gesagt, hast du da eine harte Grenze irgendwie? Ziehst du da zwischen auch privat und dann Auftritt und eine ganz harte Linie? Ja, schon, aber ohne jetzt dabei zu dogmatisch zu sein. Also ich habe immer schon, also wie gesagt, ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, dass ich persönlich als Privatmensch irgendwie der Öffentlichkeit stehe. Überhaupt nicht. Also meine Arbeit gerne, weil das ist ja dann auch, also wenn man über meine Arbeit spricht, dann ist ja schon mal, also ist ja schon mal nicht schlecht. Ja? Ist schon mal gut. Kommt darauf an, wie man spricht. Ja, aber ich meine, überhaupt trotzdem erstmal sozusagen ein Publikum zu haben, ist ja schon mal erstmal die Grundvoraussetzung. Ja, dass Leute, dass man dich kennt, das, schon, genau, mal, ist schon mal das nicht angucken schlecht. Und darüber reden, ist schon mal nicht schlecht, ja. Und aber dass man über meine Person redet, das finde ich eher gruselig. Deswegen habe ich das schon immer so gehabt, dass ich nichts in Interviews Privates preisgebe oder so. Deswegen, ich musste jetzt auch nicht wie Stefan Raab da jetzt Leute verklagen oder so oder Bild-Zeitung. Also bis jetzt, ist da nie irgendwas gewesen. Aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, die Leute spüren das auch so. Also ich fahre auch immer ganz normal Straßenbahn und so. Man kann jetzt natürlich sagen, na, das geht ja nicht mehr. Ich muss jetzt ja immer mit dem Chauffeurservice und so. Aber ja, klar. Weißt du, Keanu Reeves macht das fährt auch U-Bahn. Ja. Wenn du mir sagst, ich bin einfach ein normaler Typ und dann reagieren die Leute auch anders. Darfst du das auch? Ja, es geht auch. Ich glaube schon, dass es geht, ja. Also ich mache es halt auch und deswegen ich versuche mich auch nicht als Produkt zu sehen. Weißt du, ich versuche eher ein Handwerk. Keanu Reeves kann das machen, aber bei dir ist es schon was anderes, weißt du? Ja, nicht so bekannt. Wer nochmal? Matrix, komm. Du spielst ja schon extrem auch mit Provokation, ja? Ja. Schon. Ja, aber jetzt nicht. Also ich würde sagen, es ist nie so dieses auf Teufel komm raus. Extrem. Also ist dir noch nie passiert, die große Schlagzeile, sondern es ist eher... Nein, so. Aber ist dir schon mal passiert, dass du jetzt rückwirkend gesagt hast, das war jetzt doch ein Schritt zu weit? Da bin ich zu weit gegangen? Also inhaltlich eigentlich nie. Also wir haben bei... bei Extra 3 zum Beispiel, da habe ich ja die Politiker immer parodiert. Und das sind halt in der Redaktion alles Journalisten und Journalistinnen. Und die haben da halt einen ganz klaren Kodex. Da haben wir halt auch inhaltlich nichts gesagt, was nicht
stimmt oder was nicht journalistisch fundiert war. Und das ist schon mal gut, ja, weil man kann dann ja weit gehen innerhalb dieser Grenzen, weil man weiß, man redet kein Bullshit und man dichtet jetzt niemandem irgendwas an, was nicht auch wirklich recherchiert wurde. So. Darauf konnte ich mich natürlich auch mal ein bisschen verlassen. So, ne? Wir haben sicherlich manchmal auch Sachen gemacht, früher bei Switch oder so, wo ich jetzt heute sage, boah, okay, das war vielleicht ein bisschen too much oder so. Aber war eine andere Zeit. War eben eine andere man Zeit. Kann nicht, man kann nicht rückwärts sagen, ja, genau. Also heute, ja. Genau, das, da ändert sich, schon viel. Ich habe einmal, ich war so bei einer Gala, das ist schon ewig her, da habe ich mal so einen Gala-Auftritt gemacht, ich weiß nicht, für irgendeine Firma. Und da saß ein Politiker, ich sage jetzt den Namen nicht, der saß im Publikum und ich habe mich dann über den so ein bisschen lustig gemacht, wie das dann halt auch so ist, ja, so ein Witzchen gemacht, aber habe dann mich hinreißen lassen, einen Witz über sein Äußeres zu machen. Okay. Und da habe ich mich, da schäme ich mich bis heute für. Weil ich denke so, ah, voll unnötig und voll unsouverän und so, weil da kann der ja nur nichts dafür. Ist halt so rausgerutscht. Ja, ist so raus, so, ja, man improvisiert da viel und macht irgendwie Quatsch und versucht noch irgendwie, ich war noch ein bisschen unerfahrener, ne, also ich habe halt irgendwie auch versucht, so die Kuh zu melken und irgendwo jeden Gag noch mitzunehmen und dann habe ich halt einen Gag über sein Äußeres gemacht, der mir halt gerade so einfiel, aber in dem Moment merkte ich schon so, ah nee, das ist nicht gut und dann hat mich das, also es ist wirklich wochenlang nachts verfolgt, dass ich diesen blöden Witz gemacht habe. Echt, ja, okay. Und das habe ich bis heute noch, dass ich denke, das ist, also jetzt so konkret fragst, also eigentlich die einzige Sache, die mir jetzt einfällt, wo ich sage, ah, das war uncool, weil der sicherlich in dem Moment verletzt war. Mhm. Das, der saß da in diesem Publikum und dachte so, und der hat es wahrscheinlich schon, das war halt so eine Sache wie, keine Ahnung, wie wenn man jetzt über Mike Krüger einen Witz über seine Nase macht oder Pastewka über seinen Hals oder so, ne, das hat er sicher schon tausendmal gehört gehabt, aber trotzdem, oder gerade dann, war es völlig unnötig, dass ich da jetzt auch noch irgendwie. Das fand ich halt eigentlich nicht geil, aber ist halt passiert. Und mein Gott, also der wird es hoffentlich auch vergessen haben. Oder schläft jetzt nicht mehr. Im Gegensatz zu mir. Ja, nein, also das ist... Und aber es ist natürlich ist dann auch eine Lektion. Du willst ja aber auch auffallen. Ja, aber eben nicht so. Es ist ja natürlich, aber nicht so, weißt du? Es ist deswegen, ohne ist halt das Gute am Parodieren. Also ich habe das ja immer mit einer großen Akribie gemacht, auch damit ich denen gerecht werde. Damit nachher keiner sagen kann... Also weißt du, wenn es schlecht gemacht ist, dann finde ich schwierig, sich über jemanden lustig zu machen. Ich habe immer gerade auch dann das Gefühl, ich habe es ja da mit einem Menschen zu tun und wenn ich mich über den lustig mache, dann muss das halt auch irgendwie fundiert sein. Und dann muss ich mir schon die Mühe machen, also auch eben bei einer Parodie kann ich jetzt nicht einfach nur sagen, ich ziehe mir eine lustige Perücke auf und guck mal, wie doof der ist, sondern das muss dann schon, da muss ich mir selber diese Mühe machen, dass die Leute sagen, boah krass, okay, gut, das ist jetzt aber nicht nur mal eben so rausgehauen. Ja. Das war mir immer wichtig, aber... Also du hast jetzt gesagt, vieles ist natürlich professionell erlernt, also gerade die Parodien, also die sind mühsam, die zu erlernen, dann anzubringen. Jetzt gibt aber viele Situationen auch, wo viel Spontanität gefragt ist. Ist das eine Stärke von dir? Und dann ich weiß gar nicht so genau. Also ich meine, das war halt damals bei den Clowns, da haben wir halt nur improvisiert, ne? Also da sind wir halt da sind wir auf die Straße raus oder irgendwo bei irgendwelchen Events und haben da einfach losgelegt. Und keine Ahnung, also wirklich, da habe ich, glaube ich, gelernt, was es auch heißt, so ein bisschen diese Comedy-Anarchie. Und an der Schauspielschule habe ich dann sozusagen genau das Gegenteil gelernt. Das war so voll der Drill, also so wirklich jeden Satz halt so oft wiederholen, bis er genau sitzt und so. Ne? Und ich glaube, aus dieser Kombination habe ich mich dann so ein bisschen beruflich definiert. Ja, also einerseits so ein bisschen das Freie und dann aber auch eben genau arbeiten können. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der begnadete Improvisationskünstler bin, aber so ein bisschen, also ich kann das, glaube ich, schon auch einigermaßen. Aber ich bin zum Beispiel nicht, finde mich jetzt zum Beispiel selber nicht so schlagfertig oder so. Deswegen, also bei dir mache ich jetzt eine Ausnahme, aber ich gehe jetzt nicht so viel in so Podcasts oder so, weil ich immer so denke, ja, das können andere echt besser so einfach irgendwie Gags raushauen. Und so. Ja, und ich will jetzt ja gar nicht hier vor Komplimente fischen, sondern ich meine, so empfinde ich das halt, ja. Also generell. Es geht ja um dich als Person. Ja, genau. Also ich war immer mehr so der, auch schon in der Schule, mehr so der Strebertyp. Also so, weißt du, lieber so vorbereiten und sich auf Nummer sicher gehen, dass nichts anbrennt. Also deswegen habe ich mich auch so bei meinen Rollen immer krass vorbereitet und mittlerweile bin ich halt, wie gesagt, entspannter geworden und gehe auch manchmal einfach nur hin und sag mal gucken, was passiert. So, lerne mal einen Text und gehe da hin und guck, was passiert. Früher habe ich mir echt alles ausgemalt und alles akribisch vorbereitet. Aber ich bin immer noch jemand, der wahrscheinlich von vielen dafür gehasst wird, dass ich immer so viel mich einmische und vorbereite und bin immer der Erste, der die Maskenbildnerin anruft oder irgendwie den Regisseur. Also ich bin da schon, glaube ich, immer noch so ein bisschen pain in the ass, weil ich das einfach so gewohnt bin. Ja? Also Hey, du willst halt auch perfekt machen. Ja, genau. Oder? Ich will nichts dem Zufall überlassen und das ist natürlich für viele dann auch... Aber man merkt es nicht und das ist ja das Coole. Ja, und es ist, wie gesagt, es ist zum Glück ein bisschen besser geworden. Weil man lernt ja dann auch irgendwann so ein bisschen ökonomischer zu arbeiten und man merkt dann irgendwann so, okay, es bringt mir gar nichts immer, wenn ich
mich so vorher so verrückt macht. Das bringt mir gar nichts. Ne? Also früher, ich weiß noch, bei Switch, da habe ich ja auch damals noch in Freiburg gewohnt und dann haben wir in Köln gedreht. Da war ich also immer im Hotel. Und dann haben wir, also wurde ich halt oft schon so um 7, 6, 7 abgeholt, weil die Maskenzeiten so lang sind, also für so einen Drehtag. Und ich bin dann manchmal schon, habe mir den Wecker dann auf 3 oder früher nachts gestellt, ich vorher noch Zeit habe zu üben. Echt? Also und dann aber auch wahrscheinlich vorher richtig angespannt. Ja, ja, und genau. Legt sich dich dann ab, wenn die Kamera startet? Nee, oder? Aber ich dachte irgendwie, ich brauche immer diesen extra Effort. Ich muss sozusagen, wenn ich nicht leide, dann kann ich nicht gut sein. Weißt du, ich muss richtig, ich muss an meine absoluten Grenzen gehen. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das stimmt gar nicht. Ich bin sogar besser, wenn ich länger geschlafen habe. Also, okay, also ja, okay, ja, und wenn ich das nicht so, weil das bringt, dieser extra Meter bringt mir gar nichts. Weil du natürlich schon viele Meter gelaufen bist. Ja, genau. Also, am Anfang habe ich halt wirklich irgendwie, da war ich ein bisschen bekloppt, ja. Das kannst du echt keinem erzählen. Und dann auch, also, naja. Aber auch immer aus Angst, also, weißt du, immer auch aus Angst, dass man scheitert und auch aus Angst, dass man da jetzt nicht besteht. Und also ich war schon auch wirklich sehr angespannt früher. So. Ich wollte es halt gut machen und ich wollte natürlich irgendwie so zeigen, dass sich da was in mir steckt. Und dann. Du kamst natürlich auch zur richtigen Zeit so ein bisschen, oder? So, ja, ich hätte ja gerne dieses. Ich hätte ja gern so in den 90er Jahren oder so Erfolg. Also wäre einfach, wär ich natürlich jetzt ein alter Sack, oder? Aber so eben die Zeit von Georgia, ich meine, das war eigentlich so, keine Ahnung, so hier, was war das alles damals? Samstagnacht und so, weißt du, die. Ja, ja, klar. Das war so eine Zeit, fand ich, da Comedy zu machen. Das war, glaube ich, das war noch vielleicht fast ein bisschen dankbarer. Aber ich war natürlich immer noch in einer sehr guten Zeit, dann so mit Switch und so. Das war schon eine gute Zeit, ja. Absolut, ja. Ja, wir können uns noch ewig unterhalten, Max. Ach so, ja, ich rede über mich, aber ich glaube, es ist in der Sache, ne? Jetzt stellst du mir die nächste Stunde die Fragen. Nee, nehmen wir jetzt nicht. Nee, wir müssen jetzt auch abbrechen, weil irgendwann wird es. Ja, okay. Ja. Ich hätte wahrscheinlich noch viele Fragen, aber irgendwann wird es auch zu lang. Bei der Jubiläumsausgabe dann. Es wird mir dann immer gesagt, zu viel gequatscht, ja. Ja, gut, in dem Fall mea culpa. Also, ich habe jetzt ja so viel geredet, aber. Das war auch Sinn der Sache. Also, Sinn und Zweck der Sache. Dann zeige ich nochmal herzlichen Dank. Ja, danke dir für die Einladung. Danke fürs Kommen. Sehr interessant, sehr spannend. Unendliches Thema, aber ist klar, es ist ein Thema, wo ich nicht drin bin, mich interessiert. Ja. So wie du das spannend findest beim Wein oder beim Bier. Ja, genau. Das ist und das ist ja das Schöne, dass man eben so sich kennt. Ja, manchmal hat man so Gemeinsamkeiten und das ist bei mir ähnlich. Genau. Und dann manchmal denkt man so, nee, das kenne ich ja gar nicht so. Ja, und gerade eben bei dem Thema Geschmackssache fand ich, passt wie die Faust aufs Auge. Weil was du machst, ist schon, ich kannte dich natürlich irgendwie, aber so, ja, das muss ich mal gucken. Mal kurz googeln und dann, klar, Parodie. Welche ist klar? Ja. Dann dachte ich, oh, das ist schon vielleicht auch heute jetzt, ja? Ja. Weil, wann hast du Klaus Kinski gemacht? Boah, das ist 15 oder so haben wir den, oder? Ja, gut, ist auch schon erst 9 Jahre her, ja. Aber trotzdem eine andere Zeit, da dachte ich, boah, das ist schon, eckt das nicht mehr an heutzutage, ja? Und das fand ich schon sehr spannend. Und dann dachte ich eben spontan auch, Geschmackssache passt voll auf dich, das stimmt, ja. Aber schön, dass es ins Positive, das Pendel ins Positive. Ja, auf jeden Fall. Immer noch ist es der Fall. Und das, lass uns dann auf dieses Pendel treten. Auf dieses Pendel, dass es auf der richtigen Seite bleibt. Das bleibt selten auf einer Seite, glaub mir. Danke.